Wollen wir sprechen? Zugeschaltet aus Zürich ist uns jetzt der Virologe und Epidemiologe Professor Klaus Stöhr. Guten Tag. Schönen guten Tag. Jetzt also diese Lockdown-Leaks aus Großbritannien. Bevor wir darüber reden, was sie für eine Wirkung haben könnten, zunächst mal, wie bewerten Sie denn das Pandemie-Management in Großbritannien? Also in Großbritannien hat man von Anfang an natürlich auch Maßnahmen aus der Hüfte entscheiden müssen. Man hat aus der Hüfte geschossen da. Aber man hat anders als in Deutschland ein begleitendes Forschungsprogramm aufgesetzt, sodass man auch sehen konnte, wo die Kugel dann hingeht. Und deswegen waren natürlich viele der Maßnahmen mit Daten zu begründen. Es gab begleitende Expertengruppen, es gab sogenannte Standing Scientific Committees, die schon vor der Pandemie gegründet wurden, die dann in öffentlichen Sitzungen Risikobewertungen abgegeben haben, zum Beispiel über die verschiedenen Varianten, wie ob die krankmachender denn stärker übertragen wären. Und es gab natürlich viel, viel mehr Studien, die auch diese Pandemie begleitet haben. Also man hat hier sicherlich auch viele Entscheidungen auf Grundlage unvollständiger Informationen fällen müssen, aber die waren sicherlich in der Anzahl geringer als in Deutschland, weil einfach das die begleitende Forschung besser war. In Großbritannien ist ja das deswegen jetzt auch so ein Skandal, weil eine Journalistin da halt jetzt Tausende von WhatsApp-Nachrichten veröffentlicht hat, die eben belegen sollen, dass sich die britische Regierung, damals die Verantwortlichen im Wesentlichen, über Ratschläge von Wissenschaftlern hinweggesetzt haben oder überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage für ihre Entscheidungen da zu Rate gezogen haben. Wenn wir jetzt nach Deutschland gucken, können Sie sich vorstellen, dass es bei uns ähnlich war? Ja, ich glaube nicht, dass es ähnlich war. Ich glaube eher, dass es schlimmer war. Ganz einfach, weil die Datenlage in Deutschland ja noch viel schlechter gewesen ist. Nummer eins, man hat also gar keine eigene Forschung gehabt. Nummer zwei, man hat sich auch konsequent über internationale Forschungsergebnisse hinweggesetzt. Bereits Ende 2020 gab es international belastbare Daten zur Rolle der Kinder als Infektionsquelle. Die hat man in Deutschland negiert. Man hat in Deutschland auch von einigen Ministerpräsidenten zu Anfang und dann eigentlich flächendeckend immer wieder FFP2-Masken empfohlen für die allgemeine Bevölkerung. Obwohl die deutschen Fachgesellschaften, die ja das im wissenschaftlichen Konsens repräsentieren, immer wieder betont haben, dass allgemeine medizinische Masken für die breite Bevölkerung besser seien als FFP2-Masken. Also man hat ja also meines Erachtens sogar das absichtlich negiert und auch aus politischen Gründen gehandelt, so wie man es in England zu Anfang eigentlich auch gesehen hat, wo man dann aus den WhatsApp-Chats ablesen konnte, dass eben die Entscheidungen aus dünner wissenschaftlicher Basis getroffen wurden oder noch schlimmer aus rein politischen Motiven. Jetzt ist es ja so, dass eben in diesen Chats auch offengelegt wird, dass Maßnahmen beschlossen wurden, für die es eigentlich gar keinen Hinweis gab. Zum Beispiel gibt eine Ministerin offen zu, dass es eben keine Basis, keine Logik dafür gäbe, um die maximalen sozialen Kontakte zu verringern. Sowas hatten wir auch in Deutschland, Kontaktbeschränkungen. Man durfte sich nur irgendwie mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen oder ähnliches. Und wir haben gesehen, dass das Vertrauen in die Demokratie, in die Politik extrem gelitten hat. Ja. Solche Enthüllungen, wie es jetzt gibt, machen die das noch mal schlimmer? Ja, also die Impfrate zum Beispiel, die in der Bevölkerung dann erreicht werden kann, hängt direkt davon ab, wie groß das Vertrauen in die Regierung ist. In Dänemark 87% Vertrauen in die Regierung, während der Impfaktionen in Deutschland weit unter 50. Also wenn man hier schlecht kommuniziert, dann aus dem Bauch heraus entscheidet, die Kommunikation so ja manchmal grottenschlecht ist wie in Deutschland, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute, die Menschen halt nicht mitgehen. Und was man aber sagen muss, was in England jetzt gut ist, was dort passiert, ist, dass man eine gründliche Untersuchung angeschoben hat, seitens auch der Regierung. Diese Untersuchungsgruppe hat Zugang zu allen wesentlichen WhatsApp-Nachrichten und auch E-Mails, die in der Regierung zwischen den Beamten und Regierungsmitgliedern ausgetauscht wurden. Also anders als in Deutschland versucht man hier aus den eigenen Fehlern auch zu lernen. Und wenn das in Deutschland nicht passiert, wenn man also hier keine Enquete-Kommission aufsetzt oder keine wissenschaftliche Analyse dessen, was funktioniert und nicht funktioniert hat, dann stolpert man wieder in dieselben Fallen hinein. Grundlegend für mich als Voraussetzung, das nächste Mal besser zu handeln, wird ein strukturierter Prozess der Wissenschaft, der Wissensbeschaffung der Politik sein. Wenn die Politik es nicht schafft,
ein System aufzusetzen, sich mit dem richtigen Wissen von den richtigen Fachleuten, nicht unbedingt den Grundlagenwissenschaftlern, aber den richtigen Fachleuten zu beschaffen, dann wird man wieder einzelne Politiker haben, die aus politischem Interesse, aus eigener Angst und Getriebenheit heraus, das sieht man ja immer noch, oder aus anderen Gründen Entscheidungen fällen. Und das wäre nicht der richtige Weg. Sagt Herr Professor Stöhr, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.